Ja, Leute, willkommen zum, ich glaube schon 27. Part von Kirby und das vergessene Land. Ja. Ja. Wir sind ja hier, bekanntlicherweise. Und ja. Es gibt ja so einige Sachen, die uns fehlen. Hier. Zum Beispiel das hier können wir noch upgraden, aber manche Sachen können wir auch nicht upgraden. Da müssen wir noch Blaupausen finden. Ich habe eine Schatzsuche gemacht. Ich habe echt viel Geld gefahren. Wie viel Glück habe ich bei dem Ding eigentlich? Komm, eine ziehen wir noch. Ja! Ich, wie viel Glück habe ich bei dem Ding? Ist ja auch krass, aber gibt's hier eigentlich nur krasses? Was gibt's hier? Es gibt doch 100 nur krasses Zeug. Oder gefühlt nur krasses Zeug. Wutwedel-Illusion. Ah, die haben wir vom Turnier. Komm, da gibt's Meternet und ich will irgendwie richtig krass. Ja, wir wollen nicht zu viel ausgeben, aber ich möchte irgendwie sehen, wie viel krasses Zeug es hier gibt. Weil es gibt ja scheinbar nur krasses Zeug. Ja, ewige Rivalen, die ewige. Ja, wie auch immer. Geilo. Wir sind halt. Hier gibt's schon viel geiles Zeug. Weil hier fehlt uns. Hier fehlen uns zwei Figuren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir alle bekommen. Aber ich schätze mal. Ja, wir haben im letzten Part. Ja, das hier gemacht. Ja, wir den rasanten Job gemacht. Jetzt müssen wir den Wildjob machen. Tomate. Na, ah, ich bin. Tomate. Burger. Kuchen. Ah, ist schwerer. Es ist so bei schwerer. Und dann kommt am Ende noch die Mittagszeit. Das ist ja unmöglich. Der Job, Alter. Was ist denn das? Ist Sommer oder so? Oder weiß. Nein. Das ist die erste Zeit da. Komm schon. Torte. Tomate. Burger. Nee. Es ist nicht einfach, nicht einfach. Aber den wilden Job, den haben wir nicht geschafft. Der ist zu wild. Der ist so wild gewesen, ja? Aber wir machen es doch mal. Dich. Und Tomate. Burger. Kuchen. Burger. Kuchen. Mann, ich erkenne das auch nicht direkt. Das ist doof. Nicht immer Flasche, Burger, Flasche, Kuchen, Flasche, Burger. Nein, ich habe das Falsche gegeben. Kuchen. Jetzt kommt jetzt kommt das Unmögliche. Wir dürfen nicht einen Fehler machen. 20 Sekunden lang. 20 Sekunden lang. Burger. Tomate. Tomate. Flasche. Ist es nicht möglich. Es ist, also es wird wahrscheinlich schon möglich sein. Komm, wir wollen das doch irgendwie schaffen, aber es ist schwer. Es ist sehr schwer. Wir können hier auch nicht sagen, ja, wir gehen jetzt mal langsam an. Hier. Flasche. Wir müssen es, soweit es geht, gut machen. Flasche. Kuchen. Tomate. Kuchen. Flasche. Scheiße. Burger. Nimm den, nimm es. Ach, okay, diesmal ist es schon, glaube ich, besser. 20 Sekunden lang keinen Fehler machen. Burger. Tomate. Kuchen. Kuchen. Tomate, Burger,
Kuchen, Tomate, Flasche, Burger. Nein, es waren noch 7 Sekunden. Komm, jetzt aber. Letzter Versuch. Ey, komm, das müssen wir doch machen. Das schaffen wir. Ich weiß, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir müssen es schaffen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es so zweit einfacher ist. Kuchen. Klasse. Burger. Alter, wie eilig habt ihr es denn? Ihr könnt ja nicht mal eine Sekunde warten. Von Geduld auch noch nichts gehört, wa? Flasche. Burger. Kuchen. Komm, jetzt kommt die. Jetzt kommt die Zeit. Tomate. Flasche. Nein! Nein! Das ist schwer. Ich will jetzt aber auch nicht ewig Zeit damit verbraten. Da beenden. Sorry, wir sind nicht gut genug für dafür. ja. Oh, was ist da? Ich sehe doch da was. Da ist so ein Bild. Oh. Ah, wir haben Kinofilm. Komm, wir ziehen hier nochmal was. Wenn man hier nur krasses Zeug bekommt. Naja, such einfach mal Farben. Ich will irgendwie voll viel von. Was haben wir schon? Aber ich würde gerne Meta-Night haben, weil ich Meta-Night grüßen will. Weil wir könnten nämlich mal ein bisschen was umstellen. Wir haben ja hier ein Haus. Ja. Ja. Und da aus. Oh, hier sind schon einige Bilder. Ja, hier sieht man. So. Okay, ja, guck mal, hier sind unsere Figuren. Und dann wollen wir mal welche aufstellen. Wegräumen. Ja. Wir räumen alle Figuren weg. Hier die Baukröte. Und dann stellen wir alle neu auf. Ja, was haben wir noch hier rumstehen? Was ist da? Ah, den Schwert-TP. Der ist aus der grünen Serie. Weil ich dachte. Wir können unser Haus mal ein bisschen schöner machen. So, also in der Mitte muss jemand großes stehen. So, was wollen wir da alle ranstellen? Ja, schon ziemlich viel, wa? Ja, jetzt guck mal durch. So, das sind alle. Gut, gut, gut. So, dann weiß ich schon, das kann im Haus stehen, ja. Was kann auch im Haus? So, jetzt kommt in die Mitte sie hier. Ist ja logisch. So. Und wen stellen wir an den Rand? Hier. An den, ja. Und jetzt. Das sieht doch geil aus, ne? So. Jetzt haben wir was hier Gutes. Haben wir was Gutes gemacht? Dann. Gucken wir mal, wo wir noch was machen können. Hier, das haben wir ja schon erledigt. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wo kriege ich die restlichen Figuren hierher? Aus Serie 1. Wahrscheinlich auch aus der Stadt irgendwie. Okay, jetzt geht's aber erstmal zurück zu den isolierten Inseln. Wir haben leider den wilden Job nicht geschafft. Sehr schade. Sehr schade. Die Sache hierbei ist immer, die Level hier sind unheimlich schwer. Also zumindest die Bosse am Ende. Also wirklich Bock auf die habe ich echt nicht. Brauchen wir den Maulwurf? Ihr seid Maulwürfe, warum werft ihr mit Stein? Boah. Lecker essen. Ah, ja. Nein.
Ich will den Maulwurf hier einsaugen. Jetzt sind wir. Wir wollen ja auch noch hinterherkommen. Nein! Was wird das? Ja, wir sind krass. Ja. Einfach hier raufstellen, ja? Einfach hier raufstellen. Oh, es ist weg. So, aber der Hasi hat doch bestimmt was krasses. Okay, eine Seele. Ah, ist krass genug. Hier ist doch was. Rote Münzen. Wollen wir nicht. Also, ja, natürlich wollen wir die roten Münzen. Wir brauchen sie nicht. So, hier stellen wir das mal. Ui. Was? Achso. Ist ja gerade aus der Zeit mir die nicht eingesammelt. Denke ich mir auch wirklich nur gedacht. Was? Was war das? Oh. Die schon wieder. Wir wollen ja auch Schaden machen. Warum hat das so wenig Schaden gemacht? So. Weg mit der. Ist doch nervig. So geil. Ist hier noch was? Ja, ich weiß, was zu tun ist. Ja, wir brauchen diesen Ring. Okay. Ein Ball. Okay, ist da hier am Ende den Ring? Dieser Ring. Eingesaugt. Was hat das jetzt gebracht? Okay. Wofür steht das hier? Ach, sollten wir uns da irgendwie hochschleudern? Ich weiß nicht. Das war wirklich, aber egal. Das ist ja nicht nötig. Wir können es auch zerbohren. Ah, was ich hasse ist, wenn man sich. Genau, wir können es einfach durchbohren. Ja, easy. Ich dachte, wir müssen dafür zwingend den Ring benutzen. Okay. Gut zu wissen, was ist hier drin? 3 Seelenstücke mindestens. Okay, aber der bringt uns so 3 Seelen. Ja, das hat das. Was soll das? Wir werden noch bestimmt ein bisschen mehr als wir das Essen Geld bekommen. So. Und hier. Das ist ein Seelenstück gewesen. Bin ich mich jetzt ein bisschen verarscht? Ah, da hätte ich mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet. Aber gut. So. Wie soll denn das jetzt gehen? Ah. Ach, ich verstehe schon. Was soll das? Jetzt ist unsere verdammte Fähigkeit. Mann, was soll das? Ich weiß schon, ich weiß schon. Ja, okay, jetzt ist unsere. War dieser Kack.
Ich hasse diesen Gegner. Ich mag den einfach gar nicht. Es ist der widerwärtigste Gegner, den ich kenne. Wirklich, ich mag den so. Ich hasse diesen Gegner. Dieses E. Ach, ich schon wieder. Jetzt sind wir fast tot. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. So, weg mit dem. Vielleicht können wir dieses ekelhafte, riesige, einfach nur hässliche Vieh killen. Oh, das ist schön. Das werden wir gleich sowas von besiegen. Uah, du ekliger. Du ekel Dreckskröte. Bam. Okay. Hier sieht es alles ziemlich normal aus. Was ist denn hier? Was soll das? Okay. Was kommt jetzt? Ja, genau, das sollte passieren. Das sollte so sein. Okay, hier können wir die alle wegspritzen. Diese schwarzen Dinger haben immer irgendwie ein Stück von der Seele. So, es war eine Freude, dich zu killen. Immer ist keine Seele gebracht, dass ich den Bogen jetzt. Ah, das bringt doch safe eine Seele. Nee? Als ob. So. Geil, es geht jetzt weiter hier. Auch erst zwei Level. Oh, jetzt geht's durch in dieses Center oder so. Ja. Dings. Mit so einem Weltraumdecker, der übel geil ist. Nein, wir wollen ja nicht verlieren. Wir wollen ja nicht verlieren. Gar schon. Dein Decker ist schon immer geil. Schießt mir das Ding da oben. Der krasseste Attacke, die es gibt. Was macht dieser Fisch da? Ah. So. Was ist denn hier? Fenzen Walfen oder so. Ich glaube, die ist wirklich Walf. Glaube ich zumindest. Also ich so ähnlich. Auf jeden Fall. Weil ich die Dinger da gezogen habe. Da. Komischen Käferschiff. Wo geht's hier lang? Das sieht aber schon ziemlich geil aus. Als Superkraft-Bolli. Der hat wir auch erst einmal, glaube ich, oder zweimal. Und das ist unserem Superkraft-Bolli. Ja, es ist geil. Bitte bleib noch lange. Das ist so gut. Diese Fähigkeit ist so praktisch. Man kann halt alles damit machen. Wie soll ich mir das da hinten vorstellen? Einfach Kirby selber rein? Na, der ist doch rund. Ja, aber auch nicht so große. Okay, hier muss doch bestimmt was sein. Ja, stimmt ja, der Ring. Der Ring. Jetzt wird die Uhr wieder nicht. Weggestoßen vom Winde. Bam, was hier drin? Ein weiterer Superkraft-Lolli. Ich liebe es. Es ist ja so geil mit diesem Superkraft. Was soll das? Alter! Was soll das jetzt? Also. Mann, der ist halt so schnell. Ja, endlich. Jetzt macht er das einfach wieder viel zu spät gemacht. Kacke. Habe ich richtig schlecht angestellt. Egal, passiert. Geht hier weiter in diesem Level. So, jetzt geht's hier nicht lang. Mann, das ist so nervig. Es ist wirklich so
nervig. Komm, die sammeln wir. Nein, eine Baukröte. Die hat man eigentlich nur im ersten Level so wirklich gesehen. Also jetzt, also man hat sie natürlich auch noch ein anderes Mal gesehen. Aber das war halt ganz am Ende. Nerven. Okay. Da geht's dann wieder hoch. Hier, Eiswaffe. Ist hier hoch und dann macht den Ball direkt auf die Baukröte. Pech gehabt. Oh, warum gibt es hier so viele Superkraft-Lollis? Ich weiß es nicht, aber ist schon cool. Ich will den so lange wie möglich behalten. Diese Superkraft kann man so viel anstellen. Wir sind halt auch schneller. Kriegen halt alles. Was ist denn hier noch? Wo wir schnell durchrennen können mit dem Superkraft-Lolli. Komm schon. Ach schade, wäre geil, wenn wir den Boss mit einem Superkraft-Lolli besiegen könnten. Nein! Komm, den saugen wir schnell ein. Jetzt sehe ich die, nehme ich absichtlich wieder ab. Und die länger leben zu lassen. So, und jetzt. Einfach irgendwo random sein Bett aufstellen und schlafen. Los, schnell, schnell. Die Fähigkeit soll nicht verschwinden. Ja, steh auf, Gabi. Oh, jetzt haben wir ja sogar einen Speed Boost. Geilo. Wieso drüber gesprungen? Gabi ist halt zu schnell. Oh, eine blaue, glaube ich. Eine blaue Kapsel. Gut. So, hier lang, was hier? Geht hier ab. Wow, das ist krass. Ist ziemlich krass. Pah, wir sind so schnell. Ach nee, was ist denn das jetzt schon wieder? Was soll das? Ach so, ja, wir brauchen eine Überschrift. Ist mir jetzt auch egal. Und wir haben jetzt hier kaum was bis jetzt eingesammelt. Es ist jetzt tatsächlich schon mal Level, wo wir, glaube ich, eher weniger so gut abschneiden werden. Also, glaube ich irgendwie schon. Ah, nein, nein. Ah, wir brauchen die gleich mal besiegen. Ach so, ja. Ist ja, ich verstehe. Oh, jetzt habe ich schon wieder diesen verdammten Igel gekillt, so. Uff. Der Igel kann ihm allen standhalten. Alter, was sind das schon wieder? Ist ja nervig. Also, komm, wir wollen doch nur das. Ja. Ja, hier lang. Sind aber auch schnell. Durch unser Speedboot. Aber schon anstrengend hier der Wind. Ja, hier. Oh ja, hier müssen wir ja gegen den Wind. Sehr gut. Und bam. Naja. Ey, wir sind doch hier der stärkere Igel. Der Fake-Buchungs besiegt. So, was ist jetzt hier? Ja, das fällt ja gar nicht um. Doch, es fällt um. Es fällt sehr wohl um. Warum ist hier so ein großer Anker? Ist der von Gorillas? Hat Gorillas mal hier gelebt? So, nur so ein riesig? Das wäre lustig, weil Gorillas hat ja so einen Anker um. So. Yay, eine weitere Seele. Oh geil, ja, endlich mal wieder irgendwo alles gesammelt. Ja, hier hoch. Bam.
ich hab's gesehen, da hinten war mit einer Bombe, aber wir haben doch eh alles gesehen. Oh. Also ich würde sagen, ja, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.